herzlich willkommen zu Glauben einfach. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Haben Sie sich schon mal ein Navigationssystem fürs Leben gewünscht? Dann gäbe es keine Ratlosigkeit mehr, keine Unsicherheit und keine Angst vor Entscheidungen. Man müsste einfach nur der Stimme folgen. Nichts für Sie? Beim Autofahren sind doch auch fast alle glücklich, dass Ihnen jemand sagt, wie Sie fahren sollen. Warum nicht auch im Leben? Das Thema heute lautet: Wohin soll ich gehen? Ein Navi fürs Leben. Matthias Müller nimmt uns mit zu einem der größten Bahnhöfe der Welt, dem Grand Central Terminal in New York. An diesem Ort unentwegter Bewegung bewegt ihn die Frage nach Orientierung für das eigene Leben. Nur so im Vertrauen, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie glücklich wir sind, dass wir ihn dort nicht verloren haben. Touristen erkennt man am Rucksack und der Kamera vorm Bauch, in der Hand dann irgendwie eine Karte und dann der suchende Blick. Ja, man sucht einfach als Gast die Orientierung. Dieser Bahnhof hier in New York, Grand Central Terminal, ist einfach gewaltig. Es ist das vierte Bahnhofsgebäude an derselben Stelle, wurde am 1. Februar 1913 eingeweiht. Sein erster Vorgänger stammt aus dem Jahre 1871. Seit der Eröffnung ist dies der größte Bahnhof der Welt. Ja, kann man auch nicht anders erwarten. Jedenfalls was die Zahl der Gleise angeht. Ein Kopfbahnhof, 44 Bahnsteige, 67 Gleise. Die verlaufen auf zwei Ebenen, also ein Etagenbahnhof. Jeden Tag strömt ungefähr 500.000 Menschen durch dieses historische Gebäude. Die meisten werden ihren Weg kennen, denn viele sind Pendler. Aber so ein armer Tourist wie ich, wie soll man sich zurechtfinden? In dieser riesigen Großstadt, Wirrwarr mit all den Wolkenkratzern. Ja, die U-Bahn ist eine ziemlich praktische Möglichkeit. Nachteil, da unten geht es sehr laut zu und manchmal ist sie auch sehr voll. Außerdem, man sieht nichts von der Stadt. Bleibt man hingegen oben und fährt mit dem Bus, dann sieht man zwar viel, ist aber vor Überraschungen nicht sicher. Denn plötzlich biegt das lange Gefährt ab und oh, wo bin ich jetzt? Dabei ist das Straßensystem, zumindest in Manhattan, eigentlich recht übersichtlich. Die Planer haben ein Schachbrettmuster angelegt und man nummeriert einfach die Straßen durch. Richtige Straßennamen sind in diesem Stadtgebiet zumindest eher selten. Wenn man mal von so Bekannten wie Broadway, also breiter Weg, absieht. Nach Norden hin steigen die Straßennummern an, also erste, zweite, dritte bis zur 200 so und so vierten. Das sind diese querlaufenden Streets, die also die Ost-West-Richtung bedienen. Und die längslaufenden Straßen, also Nord-Süd, die sogenannten Avenues, die werden nun wieder von Osten nach Westen aufsteigend gezählt. Die sind meist achtspurig und gegenläufig als Einbahnstraßen angelegt. Also geht die First Avenue nach Norden und die Second Avenue läuft als Einbahnstraße nach Süden und so weiter. Also ich finde das sehr praktisch und übersichtlich. Das System ist auch für einen Gast rasch erfasst. Und hier im Bahnhof gibt es natürlich logischerweise die Bahnsteige, auch alle schön nummeriert. Wir Menschen brauchen Orientierung. Und mit solchen einfachen Mitteln schaffen wir sie uns.
Wir orientieren uns im Raum. Wie ist das mit der Zeit? Logisch, Zeiteinteilung ist schwieriger als Raumaufteilung. Denn die Zeit ist wie eine Einbahnstraße. Man kann nicht einfach umkehren, wenn man sich verfahren hat. 168 Stunden pro Woche sind ein tolles Geschenk. Wir versuchen mit Kalendern die Orientierung zu behalten. Wenn man sich in einer Großstadt verfahren hat, dann kann man zum Ausgangspunkt zurückkehren und es einfach nochmal versuchen. Zeit hingegen, die lässt keine Rückkehr zu. Nun sind wir Menschen Beziehungswesen. Wir orientieren uns immer relativ. Ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass es GPS gibt, also das System, mit dem unsere Navis funktionieren. GPS, Global Positioning System, das sagt uns relativ zum Satelliten, wo wir gerade sind. Neulich hatte ich Besuch von einem Bekannten im New Yorker Quartier erwartet. Der schickte eine SMS, bin gleich bei euch. Aus dem Gleich wurde eine anderthalb Stunde. Warum? Er hatte statt der 105. Straße West die 105. Straße Ost in sein GPS eingegeben. Das ist zwar dieselbe Straße, aber eben weit auseinander. Satelliten ersetzen nicht unsere Aufmerksamkeit. Auch unsere Selbstsicht übrigens ist relativ zu dem, was andere uns mitgeteilt haben. Was haben zum Beispiel unsere Eltern uns in der Kindheit für Botschaften in den Kopf gespielt? Du kannst was, aus dir wird mal was, du bist begabt, schön, dass wir dich haben. Oder haben sie gesagt, du vergessene Pille, aus dir wird mal nichts, das lernst du nie. Wie kann man nur so ungeschickt sein? Schlaf endlich aus! Diese Botschaften, die laufen oft im Hintergrund bis ins Alter. Und damit ist uns Eltern eine wichtige Aufgabe erteilt. Wir sollten unsere Kinder so aufziehen, dass sie zuversichtlich leben. Und nicht von Anfang an voller Verachtung oder Unsicherheit sind. Wir leben in Relation zu dem, was Freund und Geschwister über uns denken, was sie sagen. Daher holen wir uns unsere Orientierung. Jetzt stellen Sie sich doch bitte für einen Moment mal vor, Ihre Stadt wäre jeden Morgen anders. Das heißt, die Ampeln und Fußgängerüberwege wären jeden Morgen verlegt. Wo gestern noch der Bahnhof war, wäre heute der Supermarkt. Wobei an manchen Orten ist es ja ohnehin dasselbe. Und wo gestern noch die Schule war, dann wäre heute da der Busbahnhof. Natürlich reine Fiktion, aber wir merken schon an diesem kleinen Gedankenspiel, wie wichtig für uns Orientierungspunkte sind. Wenn alles ständig neu wäre, würden wir ziemlich unsicher werden. Und manchmal denke ich, vielleicht geht es Demenzkranken so. Ständig ist für sie alles fremd und macht keinen Sinn. Das einzig Unveränderliche an unserer Welt ist, dass sie sich ständig ändert. Am auffälligsten ist es bei der Technik. Vergleichen Sie doch einfach mal, mit was für Monsterapparaten in alten Filmen telefoniert wurde. Und heute sind unsere Telefone so winzig und sind gleichzeitig noch Computer und Fotoapparat und Videokamera. Ähnlich rasant kann sich die Arbeitsumgebung ändern. Man darf den Anschluss nicht verpassen. Wichtig. Nun ist es aber kurios. Wir als Menschen suchen einerseits die Veränderung und scheuen sie doch zugleich. Dabei sind wir für Veränderung geschaffen. Das Auge reagiert auf Veränderung. Haben Sie das schon bemerkt? Wenn sich bei einem ansonsten ruhenden Bild, das wir vor uns haben, plötzlich etwas bewegt und sei es nur im Augenwinkel, dann bemerken wir das. Wir machen Urlaub, weil wir Tapetenwechsel brauchen. Wir geben Geld für eine Ferienwohnung aus, obwohl wir doch zu Hause eine vielleicht sogar besser eingerichtete Wohnung haben. Aber da fällt uns die Decke auf den Kopf, sagen wir. Als Gott den Menschen beauftragte, seid fruchtbar und mehret euch, war das auch ein Auftrag zur Veränderung.
Veränderung kann allerdings auch Angst machen, vor allem wenn man fürchtet, nicht mehr zurechtzukommen und die Orientierung zu verlieren. Darum suchen wir Heimat. Das habe ich an verschiedenen Stellen teilweise auf erheiternde Weise bestätigt bekommen. Wenn Sie je in der Lage waren, bei einer mehrtägigen Weiterbildung oder Tagung immer mal auf Toilette gehen zu müssen, sucht man sich nicht nach kurzer Zeit irgendwie seine Toilette? Immer wieder die gleiche oder nicht? Verzeihung für das banale Beispiel. Ich weiß, wir sind hier im Fernsehen, also nehmen wir was Angenehmeres. Sie speisen regelmäßig in einer großen Cafeteria. Hand aufs Herz, gehen Sie nicht immer wieder zum selben Tisch? Und wenn Sie jemand sind, der regelmäßig an Gottesdiensten teilnimmt, haben Sie nicht die Neigung, sich jede Woche wieder auf denselben Platz zu setzen, Stammplatz sozusagen? Oder morgens im Zug zur Arbeit, wo steigen Sie ein? Wo setzen Sie sich hin, wenn Sie einen Platz kriegen? Oder nehmen Sie den Stammtisch? Schon der Begriff klärt, was gemeint ist, der angestammte Tisch eben. Wenn es ein Update für das Computerprogramm gibt, mit dem Sie regelmäßig arbeiten und der Hersteller ändert jedes Mal die Menüleiste, ist das nicht zum Mäusemelken? Bis hin zur Einladung zu einer Feier. Ach, habe ich keine Lust. Da kenne ich doch eh keinen. Wir suchen das bekannte Gesicht, eben ein Stückchen Heimat, Orientierung, Berechenbarkeit. Andere Bereiche übertragen, habe ich manchmal den Eindruck, als ob uns modernen Menschen etwas fehlt, das unsere Vorfahren hatten, nämlich diese tragende Mitte, der ruhende Pol, der Schwerpunkt im Leben. Wir sind manchmal wie entwurzelt, diese vielen Entscheidungen, die vielen Optionen, die vielen, man könnte ja stattdessen auch. Viele Menschen können zum Beispiel auch keine Stille mehr aushalten oder dass man einfach in der Dämmerung zusammensitzt und miteinander spricht. Oder auch mal zusammen schweigt. Man sagt doch, in der Stille ruht die Kraft. Unsere Zeitepoche hat, so scheint mir, die Mitte verloren. Die Vielfalt der Angebote, der Pluralismus, die Fülle der Werbung. Es ist fast so, als lebten wir in einem Rad. Die Felge ist da, die Speichen, aber die Narbe in der Mitte, die fehlt. Und alles fällt durcheinander. Wolfram Böhme dichtete: Wir kreisen alle um die eine Mitte, auch wenn sich mancher zu entfernen schien. Am Ende aber münden unsere Schritte vor seinem Angesicht. Und jede Bitte und selbst noch jeder Zweifel kreist um ihn. Könnte Gott und der Glaube an ihn so etwas wie ein Ruhepol sein? Von Gott heißt es, dass er unveränderlich wäre. Was mit Sicherheit nicht stimmt, ist das Klischee mit der langweiligen Wolke 7, auf der er als alter Opa sitzt und gemütlich den Menschenkindern zuschaut. Wer die Welt mit so viel Einfallsreichtum schuf, der kann nicht langweilig sein. Könnte er so etwas wie ein Fixpunkt im Leben sein, der für Orientierung sorgt? Mit was für einem Gott haben wir es denn zu tun? Einerseits heißt es in der Bibel von ihm, dass er immer derselbe bleibt. Das heißt, es wird nie so sein wie manchmal mit irgendwelchen Firmen. Man kann seinen Garantieanspruch nicht mehr einlösen, weil es die Firma schon nicht mehr gibt. Für Häuslebauer großes Problem. Gott aber bleibt. Nicht umsonst stellt er sich im Alten Testament mit dem etwas rätselhaften Namen Ich bin, der ich bin oder der ewig Seiende vor. Und als Jesus im Neuen Testament genau diesen Namen auf sich anwendet, da greifen Menschen seiner Umgebung empört zu Steinen, weil sie das als Gotteslästerung empfinden. Im Neuen Testament habe ich eine Stelle gefunden im Hebräerbrief. Da heißt es folgendermaßen: Du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Gewand. Und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen, wie ein Gewand werden sie gewechselt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Man wird Gott auch nicht in wechselnder Laune antreffen, sodass man wie bei einem tyrannischen Chef
immer ein wenig auf der Hut sein muss, wie ist er heute drauf? Das entnehme ich zum Beispiel folgenden Bibeltext aus dem Jakobusbrief. Da steht, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Das heißt, Gott ist nicht wechselhaft, heute so und morgen anders. Er ist zuverlässig, aber nicht statisch. Er reagiert auf veränderte Situationen und passt sein Vorgehen entsprechend an. Da gibt es sehr interessante Beispiele in der Bibel. Praktisch bedeutet das, Gott ist mit uns, er lebt mit uns. Er hat sich nicht, wie manche meinen, von der Welt zurückgezogen. Nein, er ist da, heute und hier. Die Unruhe, die viele Menschen treibt, ist auch ein Zeichen mangelnder Geborgenheit. Jeder kämpft sich irgendwie durch den Alltag. Es ist ja auch ein bedrückendes Gefühl, gerade dann alleine zu sein, wenn man sein Empfinden mit jemandem teilen möchte. Wer an Gott glaubt, der hat jemanden, der sich um einen kümmert und es gut mit einem meint. Das wird in dem berühmten Psalm 23 deutlich, wo der Dichter David auf unterschiedliche Weise schildert, was er meint. Der Herr ist mein Hirte. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, dein Stecken und Stab trösten mich und so weiter. Das mit der grünen Aue passt allerdings nun gar nicht zu einem Bahnhof. Obwohl, ich erinnere mich dunkel, wie ich als kleiner Junge vor diesen gewaltigen Dampfloks stand. Bin als kleiner Steppke sogar von zu Hause ausgerückt, um zum Bahnhof zu kommen. Aber angesichts der schnaubenden Dampfrosse war ich dann schon froh, dass ich die Hand eines Erwachsenen halten konnte. Vertrauen wir uns der erfahrenen Hand Gottes an. Der Herr ist mein Hirte. Aber auch mit Gott werden die Prinzipien des Lebens nicht außer Kraft gesetzt. Intelligentes, planvolles Vorgehen ist immer noch gefragt. Nur, das Leben eines Menschen, der Gott auch in materiellen Fragen ernst nimmt, ist um einen wesentlichen Faktor reicher, Gottes Segen. Er wirkt sich nicht nur in Euro aus, sondern hat auch noch eine andere Folge. Man kann gelassener leben. Und wer ein Leben in Verbindlichkeiten lebt, der hat Orientierung. Fixpunkte, die geben Halt. Die von vielen so erstrebte Unabhängigkeit, die hat ihre schönen Seiten, ja, aber auch eine nicht so schöne. Wenn man nämlich alles offen hält und sich nirgends festmacht, dann hat man keinen Halt, wenn schwierige Zeiten kommen. Als Kind habe ich gerne Karl-May-Romane gelesen. Die waren schon durch viele Hände gegangen und ziemlich zerlesen. Am schlimmsten war es, wenn die letzten Seiten fehlten. Herumfliegende lose Blätter, die nützen niemanden. Und darum ist es gut, wenn man sich im besten Sinne des Wortes einbinden lässt. Eine Jugend- oder Pfadfindergruppe, eine Kirchengemeinde sind gute Orte. Wenn die so geführt sind, dass der Einzelne wahrgenommen wird und wenn sie eine gesunde Rückbindung an die Bibel haben, dann werden sie davon profitieren. In vielen Jahrhunderten haben Christen die Kraft Gottes schätzen gelernt, die ihnen da zur Seite stand. Nein, Gott löst nicht mit einem Schlag alle Probleme des Lebens. Aber er betrachtet uns wie ein Vater als seine Kinder. Er steht uns dort zur Seite, wo Probleme gelöst werden müssen. Es ist nun mal ein himmelweiter Unterschied, ob einer den Wechselschlägen des Lebens ausgesetzt ist, ohne das Wissen, dass da jemand ist, der über allem steht, oder ob es da doch jemanden gibt, der unser Leben kennt. Damit wünsche ich Ihnen gute Erfahrungen. Ich wünsche Ihnen, dass mit dieser Art von Orientierung Ihr Leben übersichtlicher, klarer und hoffentlich
noch glücklicher wird. So, wie komme ich jetzt zur 34. Ecke 9., wo dieses Fotofachgeschäft ist? Wo holen Sie sich Rat, wenn Sie im Leben wichtige Entscheidungen treffen? So lautete die Frage zum heutigen Thema. Die meisten haben geantwortet, bei Menschen, denen ich vertraue. Was hätten Sie denn geantwortet? Welche Rolle spielt eigentlich der Glaube bei wichtigen Entscheidungen? Darum geht es in unserem heutigen Talk. Für unsere Gesprächsrunde begrüße ich unsere Gäste. Roswitha Wagner, als Notariatsfachangestellte haben Sie Klienten geholfen, sich in herrschenden Gesetzen zu orientieren. Genau. Der Wille des Kunden sollte möglichst eindeutig formuliert und vollzogen werden. Dann mit 43 plötzliche Arbeitslosigkeit, da mussten Sie sich selbst neu orientieren. Und jetzt in Ihrer neuen Aufgabe als Gebärdensprachdolmetscherin helfen Sie Menschen, dass sie Sprache verstehen und dass Kommunikation möglich wird. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja. Raphael Schäfer, sich mit einem Navigationsgerät zu orientieren, ist für Sie als Pfadfinder natürlich ein No-Go. Sowas macht man nicht unter Ihrer Würde. Und ein Kompass ist eigentlich auch schon Luxus, denn es reicht doch bestimmt die Sonne oder Moos an den Bäumen, ein Streichholz oder... Und wenn Sie mal nicht als Pfadfinder tätig sind, dann studieren Sie Geowissenschaften. Momentan arbeiten Sie an Ihrer Diplomarbeit. Herzlich willkommen. Danke. Matthias, stell dir vor, wir hätten dich wirklich im Bahnhof verloren. Dann hätten wir keine weisen Antworten mehr von dir bekommen. Schön, dass du da bist. Gerne. Roswitha, ich habe es bereits erwähnt, mit 43 Jahren stehen Sie plötzlich vor der Arbeitslosigkeit und anstatt jetzt nächste Karriereschritte zu planen, müssen Sie Ihr Leben neu ordnen. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Ja, erstmal auch als Chance, weil das eine psychisch sehr belastende Arbeit war und habe ich gedacht, gut, dann finde ich jetzt einen neuen Arbeitsplatz, habe mich beworben und alles gemacht, was man so tut, als gut qualifizierte Notariatsvorsteherin. Das war kein Problem, da war ich soweit ganz zuversichtlich, aber es hat nicht geklappt. Was hat nicht genau geklappt? Ich habe keine Antworten auf meine Bewerbung gekriegt. Also ich habe keine neue Arbeit gefunden. Das heißt, Ihre erstmalige Zuversicht, ach mal gut, dann gibt es halt bestimmt einen anderen Job für mich, ich bin ja ausgebildet, ich kann was, lief ins Leere. Genau, genau. Und da fing das dann an mit Neuorientieren beziehungsweise mich mit der Situation vertraut machen, dass jetzt irgendwann Hartz IV kommt. Und in dieser Phase, wo ich gesagt habe, so und jetzt muss vieles anders werden, nicht zuletzt die Wohnsituation. Ich kann ja nichts dagegen tun. Ich habe mich ja soweit beworben und alles gemacht und getan. Da kam dann von verschiedenen Seiten die Idee, was ganz anderes zu machen, mich selbstständig zu machen, im Bereich, wo ich noch nie gearbeitet habe, mit Sprachen was zu machen. Und in der Schule war ich in Sprachen immer eher nicht so gut. Ich habe dann auch gesagt, das kann ich nicht und das machen andere Leute, ich nicht. Und selbstständig, ich bin Angestellte. Aber letztendlich ist es so, ich habe mich selbstständig gemacht, ich habe nochmal studiert. Ich bin mit 47 das erste Mal in meinem Leben durch eine Prüfung gefallen und habe dann aber trotzdem später die Prüfung geschafft und arbeite jetzt ja, im völlig anderen Metier. Das hätte ich niemals gedacht. Mein Selbstverständnis hat sich da sehr geändert. Nochmal, was ich kann, was ich auch kann, was alles möglich ist und auch, welche Vielfalt das Leben mir bietet, wo ich doch wusste, wo es längst geht. Also von wegen Navigation. Ja? Sie schauen jetzt so, sagen wir mal, auf diese Zeit zurück. Gab es da Augenblicke der Angst, Hoffnungslosigkeit? Nein, nicht Augenblicke, Wochen. Wochen? Wochen, ja. Und Ungerechtigkeit und was soll das jetzt, lieber Gott? Ja? Also Sie bringen gerade das Stichwort, lieber Gott. Wo war da jetzt Ihr persönlicher Glaube? Hat Ihnen geholfen, diese Situation? Oder haben Sie
auch dann daran gezweifelt? Nein, nein. Also am Glauben nicht, aber schon, was das jetzt werden soll. Ich war auch, ich fand das schon ungerecht oder unverständlich. Also am Glauben als solchen habe ich nicht gezweifelt, aber schon an diesem Weg, der jetzt, der nicht stimmte. Und dass Gott da nicht bitte mal was tut, dass es wieder dahin geht, wo es ja hinzugehen hat. Nämlich in das Angestellteverhältnis irgendwo im Notariat zu arbeiten. Und am besten, hat er nicht gemacht. Am besten noch eine stressfreie Stelle. Ja, natürlich. Ja, weil das hatte ich ja verdient. Nein, aber so, ja. Matthias, auf die Frage, wo holen Sie sich Rat, wenn es um wichtige Entscheidungen geht, antwortet jemand auf der Webseite, manchmal hat auch die Bibel konkrete Ratschläge. Mhm. Was für konkrete Ratschläge bietet denn die Bibel in so einer Situation? Arbeitslosigkeit, viele Bewerbungen, ich schicke sie weg, es passiert nichts. Vielleicht habe ich mal ein Bewerbungsgespräch und dann wird lächelnd mir auf Wiedersehen gesagt. Ja, wo kommen jetzt mal die konkreten Ratschläge? Ja, das ist schon eine nicht so einfache Frage, weil die Bibel ist natürlich nicht ein Buch, was jetzt mit den ganzen Berufsgruppen aufwarten kann, die wir nun heute haben und was woraus werden kann. Also so detailliert ist es nun mal nicht. Aber ich denke mal, so grundsätzliche Sachen, die kann man dann schon finden. Und sei es nur dieser Rat oder dieses Zeichen dafür, dass ich trotz so einer Situation, wo ich aufbegehre, wütend bin, verzweifelt bin vielleicht auch, dass ich da nicht verloren bin, sondern dass ich schon vertrauen kann, gib nicht auf. Da ist schon immer noch eine Hand, ein Weg, ein Halt, der dir eine Zuversicht geben kann. Aber ich will da nochmal nachhaken, wenn du sagst, so grundsätzliche Antworten gibt es schon da so und sagst jetzt zumindest so diesen Halt, es gibt einen letzten Halt, aber über diesen letzten Halt gibt es dann noch was anderes? Das Beispiel von anderen, die erlebt haben, dass es letztendlich gut wird. Denn die Bibel ist ein Buch des Lebens und da werden viele Lebensgeschichten beschrieben. Und man kann an verschiedenen Lebensgeschichten sehen, wie es eben auch drunter und drüber ging und dann trotzdem auch wieder ein Ausweg war. Und ich finde, so ein Beispiel ist auch immer noch was, was einem Mut machen kann. Raphael, als Pfadfinder hat man so Zeichen, Waldläuferzeichen, also Pfeile und so weiter. War selber auch Pfadfinder. Jetzt in der Berufswelt sich zurechtzufinden oder sich einen Studienplatz auszusuchen. Da gibt es ja nicht sowas wie Studienplatz Waldläuferzeichen. So, da geht es lang, links und rechts und so weiter. Und nachdem du dann die Botschaft gefunden hast, weißt du es, es ist Geowissenschaften. Wie war das für Sie? Wie haben Sie in Ihrem Leben dann den Weg gefunden, das will ich studieren, das ist für mich? Ja, also ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Nach meinem Abi habe ich gedacht, ich mache erstmal ein Jahr Zivildienst natürlich. Und das war dann auch ganz praktisch, weil ich dachte, ich habe bisher noch ein Jahr an Zeit gewonnen, um mich zu entscheiden. Dummerweise ging das ja sehr schnell vorüber. Und als ich dann mit meinem Zivildienst fertig war, stellte ich fest, keine weiteren Ideen gehabt. Jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Und das ist heutzutage sehr schwierig, weil es so viele Angebote gibt und so viele Studiengänge und so viele Unis. Und was haben Sie dann gemacht? Ja, ich habe meine Eltern gefragt, was sie meinten, was sie sich vorstellen können für mich. Ich habe Freunde gefragt, ich habe mich umgehört, was die so machen. Ich war dann auch an verschiedenen Unis und habe die mir angeschaut, war in der Studienberatung, habe auch Gott darum gebetet, dass er mir zeigt, was ich machen soll. Und ja, dann bin ich bei den Geowissenschaften in Darmstadt so gelandet. Ich will da nochmal gerade dranbleiben. Das heißt, wenn Sie sagen, ich habe Gott darum gebeten, auch was ich machen soll, hat ihm dann gesagt, Geowissenschaften, Raphael, das ist es für dich. Kam da was irgendwie vom Himmel oder so? Also ich bin schon so ein Typ, ich fordere dann Gott so ein bisschen heraus und möchte dann Zeichen haben. Das würde vielleicht nicht jeder so machen. Ich nehme diese Freiheit heraus, Gott da ein bisschen auf die Probe zu stellen. Und zum Beispiel, ich war dann einen Tag in Darmstadt und habe mir dann die verschiedenen Fachbereiche angeschaut, also Chemie und Physik und Mathe. Ich war mir schon sicher, ich möchte irgendwas mit Naturwissenschaften machen. Und ich hatte dann schon Gott gebetet, also dort, wo die Leute mich gut behandeln, das werde ich studieren. Mhm.
Und die Geowissenschaftler haben mich da 2 Stunden in dem Institut herumgeführt und haben mir sogar einen Professor vorgestellt. Dadurch kam ich dann zu spät zu den Physikern. Oh. Und die haben gesagt, also ihr Termin war von 1 Stunde, wir haben jetzt keine Zeit. Da habe ich gedacht, ja, das ist ja super, genau so ein Zeichen wollte ich haben, Entscheidung gefällt. Ach so, okay, das ist gut. Das heißt, dadurch, dass sie sich nicht mehr um sie gekümmert haben, haben sie gesagt, naja, vielleicht ja, für die Physiker, das ist ein großer Physiker jetzt an ihnen dann ja, verloren gegangen. Vielleicht, weiß nicht. Jedenfalls, ich bin dann schon so ein bisschen von meinem Charakter her, dass ich dann einfach da soweit Gott vertraue und denke, gut, ich hatte mir auch überlegt, so wie die Leute mich dort behandeln werden, weil das ist ja ein riesiger Ansturm. Es sind dann 20, 50, 100 Studenten, die da kommen oder noch mehr. Und ich habe gedacht, so wie sie mich bei der Beratung behandeln werden, so werden sie mich auch später im Studium behandeln. Und in der Tat ist es so, dass die Geowissenschaftler mich dort immer sehr unterstützt haben in meinem Studium, auch die Professoren. Und ich bin dort sehr gut aufgehoben und bei den Physikern, wer weiß. Das heißt also, dann nach diesem Interview werden dann die Prozentzahlen an Geowissenschaftler in Deutschland rapide ansteigen. Mal schauen. Matthias, Stichwort Zeichen. Raphael hat es aufgebracht. Ist es nicht etwas ja, riskant, wenn man sagt Zeichen? Jemand Kritisches würde jetzt sagen, naja, wo ist jetzt da das Zeichen? Ich wurde gut behandelt, das ist doch kein Zeichen. Ja, für ihn war es offensichtlich. Ich wäre auch vorsichtig, sagen wir mal. Ich bin also jetzt keiner, der Zeichen sehr propagiert. Wenn ich wieder in die Bibel schaue, waren wir ja vorhin, da gibt es schon Leute, die das nutzen und manchmal auch bis zu einem Punkt ausreizen, wo man sagt, hey, das würde ich mir kaum noch trauen, sowas zu fordern. Aber ich denke mal, man sollte nicht grundsätzlich darauf bauen und sagen, ich richte mein Leben immer nach Zeichen und wenn ich keine Zeichen habe, dann stehe ich stumm da oder weiß nicht mehr weiter. Ich mag jedem seine Freiheit lassen, sich für Zeichen zu entscheiden und wenn sie kommen, ist gut. Aber grundsätzlich darauf zu bauen, finde ich nicht so glücklich. Zumal man kommt auch sehr leicht an so einen Punkt von Fremdsteuerung, jetzt mal ganz, ganz brutal gesagt, weil man sagt, ich warte mal auf die Zeichen, die Zeichen, die Zeichen. Wo bleibe ich selber? Mit meinem Erfahrungshintergrund, mit meinen Kontakten, mit meiner Lebensweisheit auch. Wir haben ja auch eine Verantwortung alleine. Und ich will dem Raphael da nichts Böses, aber es ist einfach eine schmale Brücke, über die man da geht. Roswitha, so Ihr Wechsel von Notariatsfachangestellten zur Gebärdensprachdolmetscherin ist ja jetzt nicht sehr naheliegend. Wie kam jetzt für Sie dann dieser Wechsel? Sie haben es angedeutet, mit Sprachen haben Sie eigentlich nicht so viel zu tun gehabt. Vielleicht war die Englischlehrerin nicht so nett, das wissen wir nicht. Aber die Französischlehrerin dann auch nicht. Die war auch nicht begeistert. Auch nicht begeistert. Also wie kam es dann zu diesem Wechsel? Ja, also da komme ich jetzt mal zurück auf Zeichen oder Fügung oder wie man das nennen will oder Zufall. Ich hatte 1995 das erste Mal bei mir in der Kirchengemeinde Kontakt mit hörgeschädigten Gemeindegliedern und hatte dann 1-2 Gebärden mal gelernt, um Hallo und Tschüss sagen zu können. Also ein Mindestmaß an Höflichkeit irgendwie an Tag legen zu können. Und dadurch sind gute Kontakte entstanden. Die haben mich dann auch irgendwann mal in Gebärdensprachkurs geschickt, dass ich auch so Grammatik mal lerne. Und dann kam der 2. und 3. und so weiter Kurs. Und letztendlich ist dann dabei rausgekommen, dass ich immer wieder bei mir in der Kirchengemeinde so laienhaft wie das ging, aber versucht habe, wenn keiner da war, die Predigt in die Gebärdensprache zu übersetzen. Und 8 Jahre später habe ich dann aufgrund dieser, auch durch den persönlichen Kontakt, gewachsenen Gebärdensprachkompetenz die Prüfung an der FH Frankfurt zu schaffen, also die Aufnahmeprüfung fürs Studium Gebärdensprachdolmetschen. Also so dieser lange Weg aus dem kirchlichen Ehrenamt, 8 Jahre ungerichtet im Grunde genommen, also nicht irgendwie auf eine Berufsperspektive ausgerichtet. Und dann kommt es durch die Hintertür über die Arbeitslosigkeit, dass ich jetzt in diesem Bereich arbeite. Ja. Das heißt, wenn Sie dann die Buchführung für die Finanzen der Kirchengemeinde gemacht hätten, hätten Sie dann als Steuerfachangestellte dann die Umschulung gemacht und jetzt würden Sie als Steuerberaterin arbeiten. Also ich meine, ist es jetzt, passiert es einfach so, weil Sie sagen, ja, Fügung, Zeichen, es hat sich doch einfach so ergeben. Hätten Sie was anderes gemacht, wären Sie jetzt was anderes? Hätte ich was anderes gemacht, wäre ich jetzt was anderes, ja. Aber
Man kann das sehen, wie man will. Also wenn ich mein Leben so, wenn ich mein Leben vorwärts gucke, dann weiß ich nicht unbedingt, was da passieren soll oder passieren wird. Aber wenn ich rückwärts gucke, muss ich sagen, ist das doch schon, ja, also finde ich das genial. Finde ich das bemerkenswert. Ja, also sehe ich persönlich das, so wie Raphael sagt, er hat dann Zeichen rausgefordert oder sich gewünscht, sehe ich das schon so als Fügung. Raphael, ein Kommentar auf der Webseite lautet: Mein Navi fürs Leben ist Jesus Christus. Mit ihm komme ich da an, wo ich hin will. Erleben Sie das auch als so einfach? Ich deute jetzt mal diese Aussage als ziemlich einfach. Wie ist das so in Ihrem Leben, Ihr persönlicher Glaube und Entscheidungen oder Lebensführung? Ja, also als junger Mensch muss man sehr viele wichtige Entscheidungen treffen, sehr viele Weichenstellungen für sein späteres Leben finden. Also Fragen der Ausbildung, Abitur, vielleicht Studium, Partnerwahl, wie lange bleibe ich zu Hause wohnen oder ziehe ich aus, wohin ziehe ich, wenn ich ausziehe. Und ich merke dann in meinem Leben, dass es mir in einigen Bereichen sehr einfach fällt, Entscheidungen zu treffen oder da Gott zu vertrauen, dass die richtige Entscheidung mir gezeigt wird, so wie bei dem Studienbeispiel. Und bei anderen Bereichen muss ich zugeben, da funktioniert das nicht so einfach und da bin ich seit einigen Jahren noch nicht zu einem guten Schluss gekommen oder habe noch kein Ergebnis für mich gefunden. Und wie gehen Sie damit um? Ja, es ist so. Ist es leicht, damit umzugehen? Es ist natürlich nicht leicht, weil man möchte auf jeden Fall die richtige Entscheidung treffen und nicht die falsche. Und es ist manchmal sehr zermürbend, wenn man jahrelang nicht die richtige Entscheidung findet oder nicht den richtigen Weg einschlagen kann. Aber ich merke doch, dass der Glaube mir hilft, die Angst davor zu nehmen, mich falsch zu entscheiden. Und ich kann einfach darauf vertrauen, dass egal, ob ich jetzt links oder rechts gehe, dass Gott mich leiten und führen wird und dass er das Beste aus der Situation machen wird. Matthias, wenn auf der Webseite wurde oft, und ich habe so diese Beiträge mir angeschaut und durchgelesen, da wurde oft gesagt, ich hole mir bei Gott einen Ratschlag ab. Wie sieht das jetzt praktisch aus, sich bei Gott einen Ratschlag abzuholen? Also für mich selber, ich kann ja erstmal nur von mir sprechen, sieht das so aus, ich bete jeden Tag morgens, übergebe Gott praktisch den Tag, sagt lieber Gott, ja, bin ich wieder, bitte um deinen Segen, Begleitung, Schutz, wie auch immer. Und wenn Entscheidungen anstehen, da auch um Weisheit, das richtig zu machen. Und ich verlasse mich drauf und habe es eben hier und da auch erlebt, dass Dinge sich dann fügen. Das ist nochmal was anderes, als eine Reihe von Zeichen aufzubauen und sagen, wenn das passiert, dann soll ich das machen, wenn das passiert, soll ich das machen. Sondern sich darauf zu verlassen, dass Dinge sich fügen, und das ist für mich auch so ein Beispiel. Ich könnte da zustimmen. Im Rückblick zeigen sich viele Sachen ziemlich klarer, wo man sagt, ja gut, jetzt sehe ich, dass das Sinn hatte oder dass das zu dem passt. Das sieht man nicht immer im Vorhinein. Und da fängt für mich eben so ein Tag mit diesem Vertrauensvorschuss, wenn man so will, an, wo ich sage, lieber Gott, ich bitte dich, begleite mich heute. Und das wäre so ein Ansatz, wo man sagt, ich hole mir da Rat. Das muss nicht so sein, dass ich dann am Tag irgendwo eine laute Stimme höre, die plötzlich irgendwoher zu mir spricht und sagt, mach das, obwohl ich auch sowas schon mal erlebt habe. Roswitha, manche Menschen sagen, ja, so Christen machen sie es einfach. Sie stehen vor Problemen, vor schwierigen Situationen und dann heißt es einfach, ach Gott, hilf mir, mach was. Eigentlich stehlen sie sich doch so ein bisschen aus der Verantwortung heraus, ja, verschränken die Arme und warten, dass bessere Zeiten kommen. Stimmt das? Schwierige Frage. ich denke, das kann man schon sagen, dass auch ich mich manchmal hinsetze und denke, Gott wird es schon richten. Und vielleicht denkt Gott sich, vielleicht bewegt sie sich mal. Mach was. Ja, weil sonst kommst du da nie hin. Nein, ich glaube, das ist, also für mich ist es, ich kann ja nur für mich antworten, ist es so ein Wankelkurs. Also ich muss natürlich schon was tun. In dem Moment, wo ich darauf warte, dass Gott, also dass ich sage, jetzt mach mal bitte, tue ich ja auch was, da halte ich nämlich still. Manchmal ist Stillhalten richtig, manchmal ist selbst was tun das Richtige. Und wie gesagt, also im Vorfeld kann ich das gar nicht sagen, aber für mich persönlich ist es auch so, dass ich weiß, dass Gott mich durch seine Gnade trägt, egal was ich mache, ob ich jetzt das richtig mache oder auch, dann denke ich, Gott sagt mir, beweg dich mal, ich bewege mich in die falsche Richtung. Ja,
Aber auch da bin ich noch auf einem guten Fundament, weil Gott mir zugesagt hat, dass er auch dann mich noch trägt. Und von daher kann ich auch mutig sein und einfach mal, auch wenn ich nicht weiß, ob ich das Richtige ist, aber kann ich was wagen. Oder, ja, oder manchmal eben auch sagen, ich weiß es jetzt nicht, jetzt habe ich keinen Mut, jetzt mach mal. Jetzt mach du mal. Ja. Matthias, ist das Christentum so etwas, wie würde ich mal sagen, vernunftskeptisch? Also man traut dem Menschen nicht so viel zu, also lässt man dann doch lieber Gott machen oder scheut man davor zurück, das Leben so anzupacken wie Menschen, die Gott nicht haben? Weil an wen sollen sie sich richten? Da ist ja keiner da, also muss man es eben selber machen. Naja, und Jesus hat ja auch gesagt, die Kinder der Finsternis sind klüger als die Kinder des Lichts. Also manchmal sind Leute, die ja mit dem Glauben weniger zu tun haben, möglicherweise an der einen oder anderen Stelle fast lebenstüchtiger, könnte man denken. Und manchmal ist es wohl auch so. Und warum? Naja, weil eben dieser ja, Zwang da ist. Sie müssen ja irgendwie klarkommen. Und wenn da nicht die Antenne nach oben ist, was sollen sie denn machen? Und das ist schon, insofern finde ich, Frage berechtigt, weil es manchmal so ist, dass Christen sich tatsächlich zurückfallen lassen und einfach nur sagen, ja, der liebe Gott muss es eben machen. Ja, die Aktivität ganz, ganz außen vor lassen. Aber man kann es nicht pauschal für alle sagen. Und dazu sagen, das Christentum ist so, ist, glaube ich, ganz schwierig. Es hängt sehr vom persönlichen Naturell ab. Und meine Sicht des Lebens und auf diese Dinge ist eher, die Eigenverantwortung zu stärken. Weil Gott hat uns ja nicht als Roboter in die Welt gesandt, sondern hat schon am Anfang im Paradies gesagt, nun tut doch, schafft, baut, bewahrt und so fort. Also er hat den Auftrag gegeben und die Verantwortung und auch die Kompetenz. Und die sollten wir auch nutzen und uns nicht so gegenseitig lähmen und sagen, ja, warte mal doch, der liebe Gott wird es schon richten. Das ist nicht gut, weil es einfach der Qualität, der Kompetenz, der Möglichkeiten, die wir Menschen bekommen haben, dem wird es nicht gerecht. Raphael, welche Rolle spielt denn in Ihrem Leben so die Vernunft? Geowissenschaftler stelle ich mir als eine sehr exakte, ja, messbare Wissenschaft. Wie ist das so? Sind Sie so ein Vernunftsmensch? Kommt drauf an, das kann man so nicht sagen. Also in einigen Dingen bin ich sehr, sehr vernünftig, sehr rationell und in anderen bin ich sehr gefühlsgesteuert. Ja, das kommt auf den Lebensbereich an. Also ich glaube, so was so meine Ausbildung oder meine Karriere angeht, bin ich sehr rationell. Und so was mein Familienleben angeht, was mein Gemeindeleben angeht, was meine Beziehungen angeht, da bin ich sehr emotional und teilweise sehr leidenschaftlich und einfach nicht kalkulierbar. Also unberechenbar. Ja, ein bisschen schon manchmal. Aber das haben Sie nicht Ihren Professoren gesagt. Nein. Sehr gut. Sehr gut. Gibt es denn Bereiche in Ihrem Leben, wo Sie sagen, da hat Glaube ich keinen Platz? Also da will ich mich selbst orientieren, da will ich selber ansagen, da hat Gott und Glaube keine Rolle. Nee, der Glaube, der spielt in meiner ganzen Lebensplanung, in allen meinen Lebensbereichen eine wichtige Rolle, weil ich einfach gemerkt habe, in dem Augenblick, wo ich angefangen habe, als junger Mensch eine Beziehung zu Gott aufzubauen, dass mir das unheimlich geholfen hat, einfach glücklich zu sein und die Welt einfach optimistisch anzugehen und ja, vor vielen Dingen keine Angst zu haben. Vorhin habe ich ja schon gesagt, keine Angst zu haben, die falsche Entscheidung zu treffen. Und der Glaube hilft mir einfach, ja, ein positiver Mensch zu sein. Und das führt dann auch wiederum zum Erfolg in meinem Fall. Matthias, gibt es denn sowas wie Bereiche, wo der Glaube lieber draußen bleiben sollte? Das darf man Pastor nicht fragen. Der muss ja sagen, nein, natürlich überall, nicht. Überall muss der Glaube drin sein. Aber es ist auch meine persönliche Überzeugung. Letztendlich lebe ich mein Leben in diesem Rahmen oder in diesem Rahmen, ist vielleicht das falsche Bild, auf diesem Planeten des Glaubens einfach. Der ist überall da, dringt überall durch und prägt Entscheidungen, formt mit. Ich kann nicht sagen, dass ich da irgendwelche Bereiche außen vor ließe. Würde ich auch nicht empfehlen. Roswitha, so ein letzter Gedanke, den ich in die Runde werfen möchte, so diese Vorstellung so von dem goldenen Weg im Leben. So. Es gibt so einen Weg und den muss man irgendwie auch finden, so ein bisschen Indiana Jones mäßig und so. Wenn man ihn hat, dann folgt man ihm. Und dann gibt es aber dann ja, solche, wie soll ich es nennen, Brüche oder Änderungen. Glauben Sie an so einen goldenen Weg oder sagen Sie, Moment mal, Leben entsteht? Ja, eher Zweiteres. Leben entsteht. Also für mich sehe ich keinen goldenen Weg, sondern für mich ist es eher so, dass ich glaube, dass es auch für mein Leben
verschiedene Abzweigungen gibt, wenn ich so mein, ich sag jetzt mal Lebenskompass, also mein Glauben, meine Beziehung zu Gott irgendwo schon pflege, also im Gespräch bleibe, auch manchmal unzufrieden bin oder sage, was soll das, ja, und auf der anderen Seite sage, das war gut und da fühle ich mich wohl und so weiter. Ich denke, wenn die Hauptrichtung meines Lebens klar ist, dann kann es sein, dass ich Umleitung oder dass es 10 verschiedene Wege gibt, die aber meine Lebenswege sein können. Letzte Frage, goldener Weg, ja oder nein? Also wenn ich jetzt ein Beispiel aus der Pfadfinderei nehme noch zum Schluss, wenn ich mit meiner Pfadfindergruppe unterwegs bin und sage, Leute, wir wollen hier von A nach B, dann sage ich immer, Leute, es gibt den schnellsten Weg. Es gibt einen sehr schönen Weg, der ist aber länger. Es gibt dann noch einen Weg, da kommen wir am See vorbei und es gibt noch den und den und den Weg. Und dann es gibt immer viele Optionen, je nachdem, was die Priorität der Gruppe ist oder beim Lebensweg von mir persönlich. Und ich denke, dieses Beispiel kann man auch auf unser Leben übertragen. Es kommt, hängt davon ab, was wir möchten. Und es gibt viele Wege, die zum Ziel führen und viele schöne Wege und viele gehbare Wege. Ja, dann danke ich Ihnen für das persönliche Gespräch, für Ihre Offenheit und wünsche Ihnen schöne Wege, gerade Wege und wenn es mal zu einem Konflikt kommt, dann auch gute Auswege aus der Situation. Dankeschön für das Gespräch. Liebe Zuschauer, welche Rolle würden Sie denn dem Glauben bei Entscheidungen im Leben zuweisen? Schreiben Sie uns. Kommentieren Sie den Abend auf der Webseite glaubeneinfach.com und nehmen Sie an der Umfrage teil. Liebe Zuschauer, geht es Ihnen auch manchmal so, dass Sie sich gerne irgendwo festhalten möchten, Orientierung suchen und vielleicht Geborgenheit? Ich erinnere mich immer wieder gern an diesen berühmten Psalm, den ich in der Reflexion schon erwähnt hatte. Der Text ist rund 3000 Jahre alt und hat nichts von seiner Kraft und Würde verloren. Den würde ich Ihnen heute gerne mitgeben. Ich lese ihn nach einer sprachlich etwas überarbeiteten Wiedergabe der sogenannten Gute Nachricht Bibel, sodass wir ihn vielleicht noch ein wenig besser verstehen. Er stammt, wie schon gesagt, vom Hirten und späteren König David. Versuchen Sie sich einmal in diese lebendige Bildsprache zu versetzen, ob der Text nicht auch zu Ihnen spricht. Da heißt es: Der Herr ist mein Hirt. Darum leide ich keine Not. Er bringt mich auf saftige Weiden, lässt mich ruhen am frischen Wasser und gibt mir neue Kraft. Auf sicheren Wegen leitet er mich, dafür bürgt er mit seinem Namen. Und muss ich auch durchs finstere Tal, ich fürchte kein Unheil. Du, Herr, bist ja bei mir. Du schützt mich und führst mich. Das macht mir Mut. Vor den Augen meiner Feinde deckst du mir deinen Tisch. Als Gast nimmst du mich bei dir auf und füllst mir den Becher randvoll. Deine Güte und Liebe umgeben mich an jedem neuen Tag. In deinem Haus darf ich nun bleiben, mein Leben lang. Besser könnte ich es nicht ausdrücken. Wenn Sie es einmal in Ihrer Bibel nachlesen wollen, es ist der Psalm 23. Ich lade Sie ein, dass wir uns jetzt im Gebet an diesen Hirten wenden, dass er uns leitet, sodass wir innerlich zur Ruhe kommen, zur Gelassenheit und spüren, was es heißt, angekommen zu sein. Unser Vater in dem Himmel, wir danken dir, dass du uns als Hirte entgegenkommst, der zusagt, dass er uns auf guten Wegen führen will.
es ist nicht immer so leicht im Leben und wir haben Stellen, wo wir einfach nicht weiter wissen und nicht wissen, wo ein Ausweg ist und manchmal auch verzweifelt nach Antwort rufen. Wir bitten dich freundlich, dass du uns nah bist, dass du uns spüren lässt und sei es nur auch nur mit einem Silberstreif am Horizont, dass wir spüren, dass es weitergeht und irgendwo die Andeutung eines Auswegs sehen, wenn wir das brauchen. Sei auch mit denen, denen es richtig gut geht zurzeit, dass sie das dankbar genießen können und vielleicht auch verstehen als Auftrag, dass sie sich jemand anderem zuwenden, der Hilfe braucht. Danke aber, dass du einer bist, der uns zugewandt bleibt, der für uns da ist und dem wir vertrauen dürfen. Amen.